In Nordrhein-Westfalen hat heute erneut ein Mann mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Nachmittag in der Stadt Moers. Polizeibeamte schossen auf den Angreifer und töteten ihn, nachdem der Mann auch sie attackiert hatte. In Moers ist Michael Heusen. Was wissen Sie über den Vorfall? Bislang auch noch nicht sehr viel. Das ist jetzt hier mitten in einer Wohngegend in Moers, einer Kleinstadt zwischen Duisburg und Krefeld. Die Polizei wurde gerufen von Anwohnern, weil ein Mann hier auf der Straße wohl mit Messer unterwegs war. Sie fühlten sich bedroht. Daraufhin kam die Polizeistreife, entdeckte den Mann hier in einer Nebenstraße. Er kam dann wohl aus einem Hauseingang raus, mit Messern bewaffnet. Und es das heißt, diese Messer wären keine kleinen Messer, keine Schälmesser gewesen, sondern tatsächlich größere Waffen. Die Polizisten fühlten sich bedroht, weil er halt zwei Messer in der Hand hat und haben dann auf ihn geschossen. Der Mann, es hat wohl dann noch Wiederbelebungsversuche gegeben, ist dann aber seinen Verletzungen erlegen. Es heißt, dass die Leiche immer noch hier in der Straße liegt, dass sie noch nicht abtransportiert wurde. Wir haben Leichenwagen gesehen. Die Hintergründe dazu hat die Polizei noch nichts gesagt. Der Mann soll 26 Jahre alt gewesen sein, ein Deutscher. Mehr ist zurzeit nicht bekannt, auch nicht, warum er das hier gemacht hat, ob er irgendein Motiv hatte. Das ist alles noch unklar, soll hoffentlich im Laufe des Abends dann bekannt werden.